alle liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch nochmal die drei nominierten Spiele zum Kinderspiel des Jahres. Nämlich heute ist der Gewinner verkündet worden. Aber wo wart ihr heute Morgen, wo das verkündet worden ist? Wo wart ihr heute Morgen? Kindergarten. Im Kindergarten. Und heute Mittag, wo war der da? Im Bad. Genau. Und jetzt habe ich den Kindern gesagt, dass ich weiß, welches der drei Kinderspiel des Jahres geworden ist. Jeder hat, glaube ich, so ein bisschen seinen Favorit. Kann das sein? Wer soll denn gewinnen? Bester. Okay. Oh, aber das ist auch super. Bei mir ist das egal. Okay. Und dann merkt man auch schon vom Alter her, weil das spricht die eher Älteren an, das, ja, die ab 6-Jährigen, 7-Jährigen. 6! Ja, das ist auch ab 6 Jahre. Das auch. Ja, und das hier, das spricht insbesondere die Jüngeren. Das ist ab 6. Genau, spricht aber insbesondere die jüngeren Spieler an. Also ist wirklich eine bunte Auswahl, wenn man es jetzt vom Alter sieht. Und was denkt ihr? Das da oder das da. Und du willst unbedingt das, oder? Bevor ich das gleich verrate und hier alles in Jubel oder Tränen ausbricht, nochmal der Hinweis, ganz kurz, auf unser Gewinnspiel. Nämlich im vorherigen Video könnt ihr ja eines dieser drei Spiele gewinnen. Ihr müsst ja nur in die Kommentare reinschreiben, also unter dem Gewinnspiel, welches Spiel ihr wollt. Und jetzt, ja, warte mal, die Alina kriegt auch ein tolles. Und jetzt hinsetzen, ich verrate, wer gewinnt. Gewonnen hat... Eiskool! Eiskool ist Kinderspiel des Jahres. Und? Freust du dich? Ja. Und du? Ich freue, dass das gewinnt. Ja, aber das ist auch ein schönes Spiel, okay? Es ist gar nicht schlimm, aber Eiskool ist Kinderspiel des Jahres geworden. Schaut euch einfach mal das entsprechende Video an. Alina muss ich jetzt trösten. Die Spiele sind wirklich alle gut, wenn nicht sogar sehr gut. Und je nach Alter natürlich sehr unterschiedlich. Ui, Gesundheit! Also, schaut einfach mal rein. Und jetzt spielen wir was? Eiskool? Jetzt spielen Wald? Wir... Oder Captain das Silver? Da, Captain Silver, das da. Der Wald, aha, auf jeden Fall doch. Also, ich sag mal tschüss, bis bald.